Dankeschön und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Gestalttherapeut namens Polster formulierte einmal, Therapie ist zu wertvoll, um nur den Kranken vorbehalten zu bleiben. Und genau darum geht es. Zu begreifen, dass Psychotherapie nicht eine Methode ist, um den Menschen angepasster zu machen, irgendwelchen Normen, die irgendjemand aufgestellt hat, arbeitsfähiger zu machen, liebesfähiger zu machen oder sonst etwas. Das mag für ganz bestimmte, eng begrenzte Richtungen noch gelten. Doch moderne Psychotherapie, so wie sie sich aus dem humanistischen Ansatz heraus entwickelt hat, und noch spezieller Psychotherapie, die auf den esoterischen Gedankengängen beruht, will etwas ganz anderes. Nicht angepasster machen, sondern dem Menschen Bewusstseinserfahrungen vermitteln, die er ohne ein solches Hilfsmittel, wie es die Psychotherapie darstellt, wahrscheinlich niemals in seinem Leben machen könnte oder gemacht hätte. Und damit ihm helfen, loszulassen, sein Bewusstsein immer mehr zu erweitern, um schließlich ihn in eine neue Freiheit hineinzuführen. Wenn wir heute Abend versuchen, über diese Zusammenhänge, die dort geschehen können, etwas zu sprechen, dann soll das mehr sein als irgendeine Fachsimpelei über eine psychotherapeutische Methode oder Technik. Vielmehr wollen wir versuchen, grundsätzliche Strukturen und Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Psyche und des menschlichen Bewusstseins ein bisschen besser verstehen zu lernen. Über dem Tempel von Delphi standen einst die Worte Gnotis auton, erkenne dich selbst. Der Satz ging weiter im Inneren des Tempels, nämlich damit du Gott erkennst. Selbsterkenntnis führt zur Gotterkenntnis, würde diese Formel versprechen. Diese Formulierung erinnert an eine andere Formel, die von Paracelsus stammt, nämlich Mikrokosmos ist gleich Makrokosmos. Und jene Gleichung, Mikrokosmos gleich Makrokosmos, ist eigentlich wiederum nur eine andere Formulierung jenes uralten esoterischen Grundaxioms, das von Hermes Trismegistos stammt, der da sagt, das, was oben ist gleich dem, was unten ist. Und das, was unten ist gleich dem, was oben ist, um zu vollbringen die Wunderwerke eines einigen Dinges. Diesen Satz verkürzt man allgemein auf die Formel wie oben, so unten. Wir haben hier drei verschiedene formale Verpackungen des gleichen Zusammenhangs. Selbsterkenntnis, Gotterkenntnis. Das heißt, wenn der Mensch lernen würde, in sein umgrenztes Sein hineinzugehen, um sein Selbst wirklich zu erkennen, würde das zur Öffnung werden, um das Unbegrenzte, das Allumfassende hier in der Formulierung Gott genannt zu finden. Paracelsus setzt mit dem Begriff Mikrokosmos den Menschen gleich und meint eben auch Mikrokosmos Mensch entspricht oder wie wir später noch sehen werden, ist gleich Makrokosmos. Das Kleine ist identisch mit dem Großen im Allumfassenden. Wie oben, so unten. Alle drei Formulierungen benutzen nicht die Kausalität als Grundlage ihres Denkens, sondern sind aufgebaut auf dem Denken der Analogie. Dem Denken in Entsprechungen. Selbsterkenntnis ist eine Aufforderung, die die meisten Menschen für nicht besonders schwierig halten. Die meisten Menschen glauben, nun ja, erkenne dich selbst. Ich kenne mich schon. Doch, doch, ich habe über mich nachgedacht, ich habe mich beobachtet, ich habe mit Freunden über mich gesprochen. Ich glaube schon, dass ich mich ganz gut kenne. Vielleicht nicht alles, aber doch relativ gut. Man hält im Allgemeinen diese Aufforderung, erkenne dich selbst, für gar nicht so unerfüllbar. Und dennoch ist sie es, wenn wir wirklich versuchen, mit dieser Aufforderung ernst zu machen. Selbsterkenntnis. Warum? Diesem Prozess Selbsterkenntnis steht zuerst einmal ein Gesetz. Man könnte schon fast sagen, im Wege. Ein Gesetz, das die meisten Versuche schlicht zum Scheitern verurteilt. Dieses Grundgesetz kennen Sie. Kennen Sie von mir, weil ich schon öfters darüber geredet habe. Und dennoch verzichte ich auch heute Abend nicht darauf, es nochmal kurz zu wiederholen, kurz zu skizzieren. Weil für denjenigen, der es nicht kennt oder für denjenigen, der es nicht ganz versteht, nicht ganz integriert hat, zum Schluss eine ganze Menge von Missverständnissen sich auftürmen müssten.
Es geht um das Polaritätsgesetz. Jenen Zentrum, das immer wieder die ganzen Probleme eigentlich aufkommen lässt und dessen zu wenige Beachtung uns immer wieder in Sackgassen geraten lässt. Das Polaritätsgesetz besagt, dass das menschliche Bewusstsein polar ist. Ich betone, das menschliche Bewusstsein polar ist. Nicht die Welt, nicht das Universum. Sondern das menschliche Bewusstsein ist polar. Und aufgrund dieser Polarität kann der Mensch keine Einheiten wahrnehmen. Oder ich müsste genauer sagen, die Einheit nicht wahrnehmen. Denn Einheiten stammen schon wieder aus einer polaren Welt, aus der Welt der Mehrzahl. Die Einheit, das Eine, ist dem Menschen absolut verborgen. Er kann es nicht erreichen, was immer er tut. Er kann es nicht denken, nicht vorstellen. Er kann es ganz abstrakt formulieren und besitzt aber überhaupt keine Vorstellung davon. Geometrisch heißt das, in der Analogie, dass der Mensch den Punkt nicht denken kann, den Punkt nicht finden, sich nicht vorstellen kann. Denn der wahre Punkt besitzt keinerlei Dimensionalität. Besäße er Dimension, wäre es ein Kreis, eine Kugel, irgendetwas, eine Fläche, aber nicht mehr ein Punkt. Der Mensch kann sich diesen absoluten Punkt, diesen reinen Ort, ohne Dimension, ohne Ausdehnung, nicht vorstellen. Könnte es, wäre er in der Einheit, dann hätte er den Punkt gefunden. Und was das bedeutet, werden wir an diesem Abend später noch erfahren. Diese Einheit sieht er nicht. Durch die Polarität seines Bewusstseins offenbart sich ihm alles polar. Und er lebt in der Welt der Polaritäten und empfindet diese Welt der Polaritäten als Welt der Gegensätze. Er lebt in der Welt von Plus und Minus, Mann und Frau, Hell und Dunkel, Licht und Finsternis, Gut und Böse und. Unendlich ließe sich diese Liste fortsetzen. Denn wir leben eben nur in dieser in der Polarität aufgespaltenen Welt. Wir empfinden diese Polaritäten als Gegensätze und versuchen Ordnung zu schaffen durch unsere Frage entweder oder. Versuchen zu unterscheiden. Und nachdem wir unterschieden haben, kommt die Wertung und wir sagen Ja zu der einen Hälfte und damit gleichzeitig Nein zu der anderen gegenpolaren Hälfte. Zu dem, was wir Ja sagen, sind wir bereit, uns damit zu identifizieren, uns dafür einzusetzen, es zu leben, es zu erleben. Das Nein ist das, was wir eigentlich bekämpfen, bekriegen, nicht haben wollen. Das, was eigentlich störend in der Welt ist, was wir verändern wollen, was wir auf jeden Fall erst einmal von uns wegschieben wollen. Die Grunderfahrung der Polarität für den Menschen ist der Atem. Und deswegen komme ich auch immer wieder auf dieses Beispiel zurück. Es liegt uns am nächsten. Wir atmen ein, wir atmen aus und jedes Einatmen zieht hinter sich ein Ausatmen und jedes Ausatmen erzwingt wieder ein Einatmen. Und so ergibt sich das, was wir dann Rhythmus nennen. Ein ständiger Wechsel polarer Phasen. Und wir wissen, dass wir, wenn wir an diesem Rhythmus zu basteln beginnen, Leben zerstören. Den ganzen Rhythmus zerstören. Wir können nicht das Ausatmen streichen und nur das Einatmen leben. Wir können nicht nur ausatmen und nicht mehr einatmen. Was immer wir an diesem Rhythmus verändern, es verschwinden auf einmal beide Polaritäten. Es verschwindet der ganze Rhythmus. Ähnlich wie beim elektrischen Strom. Auch er lebt buchstäblich von zwei Phasen, einer Plusphase und einer Minusphase. Nehmen Sie eine Phase weg und die andere Phase verschwindet auch. Und wir könnten hier ganz fundamental das zentralste Gesetz der Polarität begreifen. Nämlich, dass ein Pol vom anderen lebt. Dass ein Pol den anderen erzwingt, weil er ihn braucht. Dass immer ein Pol der Humus, der Dünger für den anderen Pol darstellt.